Hi, ihr Schla-Wiener. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier heute zu einem neuen Video auf diesem wunderbaren Kanal. Und ja, heute werde ich zum Unternehmer, denn ich eröffne meinen eigenen Supermarkt. Und wie das lief, seht ihr im heutigen Video. Lasst ein Abo da, like das Video und los geht's mit dem Gameplay. Ach, wirklich? Supermarket Simulator ist ein Spiel, wo ich den Kapitalismus mal richtig ausleben kann. Beziehungsweise wir einfach einen Supermarkt aufbauen und diesen dann betreiben. Und damit begrüße ich euch zu Supermarket Simulator. Ist im Early Access und es sah ziemlich interessant aus. Einige Leute haben es schon gespielt und ich dachte mir so, hey, schließe ich mich den einfach mal an. Und ich würde sagen, wir starten dann auch mal rein und reden nicht weiter drumherum. Willkommen bei Supermarket Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Viel Spaß. Alles klar. Okay. Gut, wir sind angekommen. Das ist mein Supermarkt. Der heißt Supermarkt. Was ist das? Was ist das? Okay, ich habe einen Computer. Anleitung, kaufe Ware, indem du deinen Computer nutzt. Ach, wirklich? Was hier am Markt oder wie? Wie viel Kohle habe ich denn? 50? Was kauft man denn da am besten mal? Was ist denn hier das Billige? Das ist alles so teuer. Keine Ahnung. Brot, Mehl, Nudeln. Was kaufen denn die Leute so? Puderzucker. Das war's ja soweit, oder? Mehr theoretisch. Vielleicht könnte ich ja noch ein bisschen Mehl dazu. Ach so, nee, Moment. Es gibt Lieferkosten. Okay, das wusste ich nicht. Dann kaufen wir das mal. Okay. Nehme die Kisten, die gerade angekommen sind. Oh, okay. Das ist mein Zucker. Platziere die Produkte in die Regale. Platzieren. Auf Maus. 1, okay. Das ist jetzt der Zucker. Werfen Sie die leeren Schachtel in den Mülleimer draußen. Okay. Das ist tatsächlich ziemlich einleuchtend. Vielleicht hätte ich das nicht da oben platzieren sollen. Egal. Okay, wir räumen das jetzt alles erstmal schnell ein. Wir haben natürlich erstmal nicht so viel gekauft, weil ich muss ja auch meine gewisse finanzielle Lage berücksichtigen. Ich will mal auch was in das andere Regal tun. So, Brot habe ich jetzt auch da reingetan. Setzen Sie den Preis für das Produkt fest. Durchschnittskosten 1,15. Preis. Der Marktpreis ist 4,03 Euro und keine Ahnung, 4,50 vielleicht. Ich möchte das Etikett ja nicht erperren. Ich möchte den Preis eingeben. 3,12 Euro. Machen wir einfach 3 Euro. Wir gucken mal, wie das läuft. 3, 5 und das Brot noch. Das Brot verkaufen wir auch für 3,5, würde ich sagen. So. Öffne deinen Supermarkt. Warte auf den ersten Kunden. Hallo, hallo, guten Tag. Wir haben geöffnet. Was möchten Sie denn kaufen? Ah, Sie möchten etwas Mehl kaufen. Und leckeren Pasta. Interagieren Sie mit dem Kassenschalter. Okay. Nehme die richtige Anzahl von Wechselgeld, indem du auf das Geld in der Kasse drückst. Wechselgeld 13,50 Euro, beziehungsweise Dollar. Na Moment, wie mache ich das? Moment. Schließen die Kasse auf E. Ach nee. Nicht schließen, schließen. Nicht schließen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Moment. Ah, da hat er 100 Dollar gegeben. Lass mich verarschen, Alter. Moment. 93, 50. Beschädigen auf Spacebar. Okay. Interagieren Sie mit dem Kartenleser. Exakten Gesamtbetrag eingeben. Warum muss ich das machen? Muss nicht eigentlich der Kunde das machen? Oh Gott, das ist hier ja übelst viel los. Ey, sprechen Sie mich mal bitte nicht. Ja, aber gut, dass Sie alle Brot kaufen. Das finde ich sehr schön.
Was kaufen Sie? Mehl und Nudeln, ja, das kennt man schon. Bargeld, sehr gut. Wechselgeld, oh, Sie bezahlen alle mit so viel. Auf einmal bin ich so im Stress. Was ist denn los? Das war das falsche Geld. Kann ich das zurück? Kann ich das, zurück? Okay, so mache ich das. Ich habe, die falschen. Ich muss hier Scheine geben. Moment, und so. Das stimmt. Was kaufen Sie? Brot. Sehr gut. Und Sie haben alles passend gegeben. Das ist sehr gut. Sie kaufen auch hier sehr gutes Brot ein. Das muss ich schon mal sagen. Okay, Bargeld. Das ist tatsächlich ziemlich stressig. Wechselgeld 3 Dollis. Und los geht's. Und Sie bezahlen. Wir kriegen 50 Cent zurück. Vielen Dank für Ihren Besuch. Kommen Sie in den Laden. Ja, kommen Sie rein. Wir haben geöffnet. Kein Problem. Nehmen Sie sich ruhig, was Sie wollen. Wir haben geöffnet. Jeden Tag. Hervorragend. Hat es passend bezahlt. Und er möchte mit Karte bezahlen. 12 Euronen. Ja. Sehen Sie sich ruhig um. Wir haben hier äußerst delikates Brot zu verkaufen. Ja, genau. Sehr, sehr gutes Brot. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich die gesamte Zahl eingeben muss. Also, zum Beispiel wie bei den 12, sondern ob es einfach reicht, dass ich 12 eingebe oder 12.00. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich denke mal, das werde ich früh genug herausfinden. Wir haben schon 64 Dollys Umsatz gemacht. Oh, guck mal, da kommt die ganze Meute an. Wir haben übrigens geöffnet, ne? Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Ja. Wie, die laufen alle vorbei. Oh, was möchten Sie kaufen? Nudeln? Hervorragend. Nudeln haben wir reichlich. 3 Euro. Dollar. Ach, leck mich doch. Ihr wisst, was ich meine. Okay, da kommen schon die nächsten Experten. Okay, Sie bezahlen mit Karte. Das finde ich sehr schön. Können Sie nicht bitte ein bisschen mehr kaufen? Wenn Sie schon mal dabei sind, dann mache ich nämlich mehr Gewinn. 2,50. Okay. Oh, der geht straight auf den Laden zu. Kann ich eigentlich auch den Namen meines Ladens ändern? Was kaufen Sie? Was kaufen Sie? Was kaufen Sie? Zeigen Sie mir, was Sie kaufen. Eine Packung Mehl, hervorragend. Eine Packung Zucker, hervorragend. Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Finde ich wirklich sehr gut. Und was kaufen Sie? Brot, finde ich sehr schön. Das Brot geht tatsächlich sehr, sehr gut, habe ich mitbekommen. Vielleicht sollte ich mehr Brot kaufen beim nächsten Mal. Wir haben auf jeden Fall schon einiges an Ware verkauft. Zucker, es ist gut, dass ich noch ein bisschen was mehr gekauft habe. Mehl neigt sich langsam dem Ende. Das ist nicht gut, aber der kauft ja auch gleich zwei ganze Teile hier. Achso, er hat Bargeld gegeben. Einen Dollar Wechselgeld. Kaufen Sie auch Mehl? Mehl ist leider aus. Das tut mir jetzt echt leid. Wir haben leider nicht mehr genug Warenbestand da. Ja, kaufen Sie schön. Packen Sie alles in Ihren Beutel da rein. Sehr gut. 10 Dollar. Das mag ich. Immer schön. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Und wie gesagt, immer schön Geld da lassen. Dann können wir auch bald wieder leckeres Brot kaufen für Sie. Ja. Oh ja, pack das Brot ein. Oh, richtig. Er kauft den ganzen Warenbestand leer. Hat er ja drei Packungen Brot gekauft. Vielleicht würde es sich lohnen, wenn ich mit den Preisen etwas nach oben gehe. Wer weiß. Oh, es wird langsam dunkel. Es wird langsam dunkel. 6 Kunden sollen laut Tutorial-Ziel, was unter meiner Kamera ist, deshalb wir das nicht sehen können, noch kommen. Lady. Wollen Sie Mehl kaufen? Wir haben kein Mehl mehr. Kaufen Sie nicht das ganze Brot leer. Es gibt auch noch Leute, die das haben wollen. Ja, ich weiß, dass sie da sind. 3 Dollaronis. Es wird langsam dunkel. Wir haben leider kein Brot mehr und kein Mehl. Das tut mir echt leid, aber unser Warenbestand ist leider sehr knapp begrenzt gewesen. Lichtschalter. Hier oder wie? Ah, das ergibt Sinn. Ja.
Ja, 50 für Zucker. Sehr schön. So. Können jetzt mal langsam aufhören, hier Kunden zu kommen. Nicht alles leer kaufen. Da kommen noch 3 Stück. 9 Euronen. Oder? Kommt da jetzt noch jemand? Also laut Tutorial müsste da noch jemand kommen. Oh ja, hier. Kauft jetzt die letzte Packung Zucker. Ja. Ja, tut er. Und er beschwert sich nicht mal, dass es nur eine Packung Zucker noch gibt. Tut mir leid, aber sie kommen halt auch etwas spät und wir haben halt nicht mehr auf Lager. Ich konnte Puderzucker nicht finden. Den hast du ja auch gerade gekauft, du Pfosten. Oh. Moment, Moment. Ich kann das erklären. Kommen Sie morgen? Kommen Sie morgen wieder? Morgen? Ich verspreche Ihnen, morgen ist alles da, was Sie wollen. Ach, Mann. Was? Drücke Enter, um den Tag zu beenden. Tagesstatistik. 23 Kunden, die zufrieden waren. Produkt nicht gefunden. Einer. Ja, das hat er ja auch gekauft. Ich habe 154 Dollar gemacht. Du erhältst ab heute täglich Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnungen über deinen Computer bezahlst, bevor dem Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teuer die Rechnung. Sehr interessanter Satzbau auf jeden Fall. So, wir haben auf jeden Fall alles quasi verloren, was wir gestern bestellt haben. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen mehr kaufen, weil wir haben jetzt ein bisschen mehr Cash. Aber vorher möchte ich erstmal was gucken. Wo finde ich hier das mit den Rechnungen? Bei Verwaltung? Lizenzen. Aber ich kann zusätzliche Produkte kaufen, wenn ich quasi Produktlizenzen erwerbe, oder wie? Das ist komisch. Bank? Alle Raten sind bezahlt. Okay, scheinbar habe ich nichts, was offen ist. Dann kaufen wir mal ein bisschen was an Puderzucker. Das geht ja scheinbar sehr gut. Ein bisschen was an Mehl, ein bisschen was an Brot, ein bisschen was an Nudeln, ein bisschen was an Öl und ein bisschen was an Müsli. Okay. Dann kaufen wir das jetzt. Und das müsste ja jetzt da sein. Wie der Turm umgefallen ist, habt ihr das gesehen? Okay. Neue Ware, neue Ware. Die wird hier dann auch schön in das Regal einsortiert. Ich habe nämlich das Gefühl, es ist immer wichtig, dass wir volle Regale haben. Weil wenn die Kundschaft das dann bemängelt, dass einige Produkte fehlen, das ist dann schon ziemlich scheiße. Ich habe auf jeden Fall erstmal schön ganze 2 Regale mit Öl gefüllt. Sehr schön. Was ist das? Nudeln? Nudeln waren hier. Okay. Oh, ich habe diesmal mehr Nudeln gekauft. Machen wir hier unten noch ein paar Nudeln hin. Brot. Brot war, glaube ich, hier drüben, ne? Ja, schön einsetzen das Brot. Sehr gut. Mehl war hier oben irgendwo. Hier. Und da ich ja jetzt theoretisch mehr Ware habe, kann ich ja dann daraus theoretisch auch mehr Umsatz generieren. Weil umso mehr Ware, umso mehr kann ich ja auch verkaufen. Also, theoretisch. Und nochmal Mehl. Gut. Ich habe auf jeden Fall einige Dinge, die ich noch nicht etikettiert habe. Zum Beispiel das Öl. 4,50 €. Dann machen wir mal hier den Marktpreis, weil der gefällt mir sehr gut und das hier habe ich noch nicht etikettiert. 5,98 Euro. Beziehungsweise Dollar. Machen wir das 5,50. Hat jetzt alles einen soliden Preis. Oder vielleicht mache ich es auch alles glatt. Dann habe ich dieses Problem nicht mit dem ganzen Wechselgeld. Ach egal, wir gucken einfach mal, wie das Ganze läuft. So. Wir haben geöffnet. Kommen Sie geschwind herein in den Laden, der immer noch nur Supermarket heißt. Na, möchten Sie was kaufen? Frech. Aber Sie sehen mir doch aus wie jemand, der etwas kaufen möchte. Warum ist sie so klein? Finde ich frech. Was ist das hier eigentlich? Gesperrt. Okay.
Sehr interessant. Einmal Mehl. Sehr gut. Einmal Öl. Sehr gut. 4,50. Sehr gut. Wir haben noch den ganzen Tag offen. Erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie, dass es hier einen neuen, super tollen Supermarkt gibt. Was kauft der? Oh, ja, packen Sie ruhig viel in Ihre Tüte ein. Nein, nein, Sie können ruhig noch mehr einpacken. Okay, ich denke, das wird schon gut so sein. So. Wo kommt sie denn her? 36 Dollis. 50 Cent. Vielleicht kann ich mir irgendwann noch mal ein neues Regal zulegen, quasi so als Aufstockung. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich weiß ja nicht, wie viele Produkte am Ende hier dann Platz finden, wie viele Produktlizenzen es gibt, die ich erwerben kann. Deswegen gucken wir einfach mal. Achso, ich brauche dafür auch ein benötigtes Supermarktlevel. Ja, ich komme. Bedeutet, ich muss bisschen was verkaufen und gut bei den Zufriedenheit bei den Kunden irgendwie auslösen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, woran sich das Supermarkt-Level mit. Oh, Lady! Das ist völlig notwendig gewesen. 20 Dollis. James Bond ist auch in meinem Laden unterwegs. Und was kaufen Sie? Mr. James Bond. Ah. Das Essen, wie es sich einem Geheimagent sich vorstellt, nicht wahr? Sehr gut. Na, Milady. Hören Sie mal auf, bar zu bezahlen. Ah, nee, Sie geben passend. Dann ist es vollkommen okay dann. Das ist ja noch schlimmer. Bitte bezahlen Sie bar. Das ist viel einfacher für mich. Also, Sie sehen sehr zielstrebig aus. Möchten Sie nicht in meinen Laden kommen? Was eine Schlawinerin. Aber Sie sind ja der Brotmeister, nicht wahr? Kaufen Sie auch das Brot. Er hat kein Brot gekauft. Ich bin enttäuscht. Aber er passend bezahlt. Gestern ging das Brot doch viel mehr, Alter. Das ist Agent Smith of Matrix. Guckt euch das nochmal an. Sehr gut. Zahlen Sie auch bar. Und passend. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Richtig nice. Kaufen Sie Brot, das habe ich extra vorgekauft. Was? Ach so. Das war die Karte. Ich war gerade etwas verwirrt. Nicht. Nein. Moment, stopp, halt. Pause. Aus, Sitz. Alrighty. Oh, das Brot. Ja. Ja. Bitte bezahlen Sie bar, denn nur Bares ist Wahres. Wie sich die Sonne, das Sonnenlicht in der Kasse hier spiegelt. Sehr schön. Sehr schön. Machen übelst viel Plus. Haben wir da schon ein Brot leer geballert? Die haben keine Müsli-Schoko-Scheiße mehr. Also sie schon wieder, Agent Smith. Wir wollen sie nochmal vorbeikommen. Haben sie was vergessen? Oh ja. Richtig nice. Lichter machen? Ich weiß ja nicht, wie viele da jetzt noch kommen. Oh, er hat sich an mir vorbeigesneakt. Recht finde ich das. Jetzt kauft er. Oh mein Gott. Guckt euch dieses Gesicht an. So unschuldig guckt keiner. Außer er. So. Und. Oh, drei Brot. Brot ist definitiv eine der besten Investitionen, die ich tätigen kann. Kommt da jetzt noch jemand oder eher nicht so? Das ist sehr verständlich. Oh, ich kann rennen. Halt, Moment. Bin schon da. Ja, kaufen Sie Brot. Brot ist im Angebot. Eigentlich ist es nicht im Angebot. Aber ich lasse Sie glauben, dass Brot im Angebot ist. So, 13 Euronen.
und 50 Cent. Und einmal Öl. Naja. Die geben auch immer die größten Scheine, die sie haben. Ja. So, eine Flasche Öl. Wegen einer Flasche Öl gehe ich auch immer einkaufen. Okay, das war's. Drücke Enter, um den Tag zu beenden. Ich habe den Tag beendet. 25 zufriedene Kunden. Keine Produkte nicht gefunden. Hervorragend. Soll ich die... Ich habe über 200. Soll ich die neue Produktlizenz kaufen? Was habe ich denn da? Wasser, Käse, schwarzer Kaffee, Eier, Milch und Schwarztee. Ach komm, kaufen wir sie mal. Ich habe dann jetzt quasi keine Kohle mehr für irgendwas anderes. Aber ey, ich habe ja noch 26. Das heißt, theoretisch könnte ich mir Wasser kaufen. Irgendwas anderes. In der Hoffnung, dass nichts leer geht. Es gibt ja auch Lieferkosten, ne? Darf ich auch nicht vergessen. Theoretisch habe ich wahrscheinlich jetzt mehr Fehler gemacht, als es mir tatsächlich geholfen hat, diese Produktlizenz zu kaufen. Es ist voll. Schrei mich nicht an. Wir haben jetzt auf jeden Fall Wasser. Das Produkt muss auf was? Auf Fridge platziert werden. Wie auf Fridge? Was für Fridge, Alter? Wie kann ich das werfen? Auf R. Wie Kühlschrank hier? Das hätte ich mir vorher sagen können. Da hätte ich die scheiß Lizenz nicht gekauft. Jetzt habe ich hier Wasser. Was ich nicht verkaufen kann. Ja, wir stellen das einfach da in die Ecke. Kann hier nicht geworfen werden. Warum nicht? Werf das jetzt da in die Ecke. Ja, dann muss ich jetzt mit dem Restbestand leben, den ich habe. Wir haben auf jeden Fall jetzt geöffnet. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ach man, ich hätte nicht die Lizenz kaufen sollen. Ich hätte einfach neue Ware kaufen sollen. Weißt du, Wasser wollen? Das Wasser. Das ist wahrscheinlich nicht gekühlt, aber nach wie vor ist es immer noch Wasser, ne? Heute haben wir auf jeden Fall nicht so viel Ware zum zur Auswahl. Ich habe das Etikett entfernt. Es gibt keine Beweise, dass hier jemals irgendwas von Schokomüsli-Scheiß da war. Oh, Entschuldigung, er will seinen Schokomüsli-Scheiß holen. Sir, wir haben keinen Schokomüsli-Scheiß. Das verkaufen wir ja nicht. Wir verkaufen hier nur richtig delikates Brot. Na, ich glaube, das wird mir so ins Knie. Ja. Ich glaube, das wird so backfeiern, dass ich diese Lizenz gekauft habe und nicht die hier Ware. Obwohl, kann ich theoretisch mittendrin eigentlich Ware kaufen? Eigentlich sollte das ja schon möglich sein, oder? Ey, kaufen Sie nicht das ganze Brot leer! Gibt auch noch andere Leute, die Brot wollen. Nicht nur sie. Einmal Mehl mit 3,50. Und sie wollen auch einmal Mehl, auch einmal 3,50, bitte. Ich habe 26, kann ich? Was fehlt mir denn? Theoretisch Brot. Wie viel kostet denn Brot? Ich könnte zweimal Brot kaufen. Was ich auch tue, weil eh das leer ist, ne? Okay. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, ich kann ja rennen. Wieso vergesse ich das so dort? Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ich bin gleich bei Ihnen. Keine Eile. Oh, Sie kaufen ja aber ganz schön viel. Hohoho. 5,50. Sie? Was kaufen Sie? Öl und Mehl. What the hell, Alter? Da gibt die mir einfach 100 Dollar. Haben Sie denn wirklich? Ich habe so viel Wechselgeld. Ich denke mal, 1 und 2 Dollar sind Münzgeld, aber das sind Scheine. Weil das in Euro ja Münzgeld ist. Deswegen. Was? Milch? Was für Milch, Alter? Lass mich raten. Das ist Milch, die nur durch die Produktlizenz erwerbend werden konnte. Ja, das habe ich verkackt. Das kann ich jetzt nicht. Ich kann mich jetzt nicht mehr aus diesem. Ja, die wissen alle, dass ich diese Produktlizenz gekauft habe. Haha, ja.
Sehr zufriedene Kunden sind uns sehr wichtig. Und was vermissen Sie? Nix, ist jetzt an der passen. Ach, Milch! Da stecken Sie sich Ihre Milch doch in Ihre. Gut, dann kaufe ich halt Milch. Dann kaufe ich Milch und was war's? Eier. Eier sind teuer. Gut. Ja. Ich bin ja da. Moment. Moment, Moment, Moment. Bargeld, Wechselgeld passend. Sehr hervorragend. Wasserflaschen. Die stehen da hinten. Ach, das muss auch in die Fridge. Das hätte ich mir natürlich denken können, weil in der Milch und so. Das muss auch in die Fridge. Ach, Junge. Moment, Moment, Moment. Ich komme gleich wieder. Ich hole nur schnell meine Ware rein, damit die nicht geklaut wird. So, 3,50. Sehr schön. Und Sie wollen bestimmt auch bezahlen. 12,50 €. Beziehungsweise Dollar. Ach, leck mich doch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Kaufen Sie schön viel, damit ich mir dann irgendwann Fridge kaufen kann. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Bin ich hier etwa der... Oh mein Gott, Alter. Dass Sie sich so aufregen, dass Sie hier Sachen nicht finden. Bin ich hier etwa der einzige Supermarkt in der Stadt oder wie? Kaufen Sie nicht meinen Ölvorrat leer, bitte. Ich bin jetzt schon knapp bei Kasse. Ja, ich weiß, dass sie Eier nicht finden konnten. Machen wir Licht an. Wie viel kostet so eine Fridge? 200, glaube ich, ne? Das Gute ist, ich habe dann auf jeden Fall auch schon ein wenig Ware für meine Fridge dann da. Da brauche ich nur noch eine Fridge. Können Sie bitte ganz viel kaufen, damit ich ganz schnell auf $200 komme? Vielen Dank, dass Sie so viel kaufen. Das finde ich sehr schön. $8. Wir haben übrigens auch geöffnet, ne? Oh ja, das ist die Art von Menge, die ich mir ungefähr vorstelle. Und das dann nochmal mal 200. Dann können wir ungefähr darüber reden. Die stehen da hinten, die Eier. Die müssen sie einfach aus dem Karton nehmen. 1,50. Wir haben nie so ein Müsli geführt. Achso, der hat Bargeld gegeben. Oh, warum bezahlen die denn alle mal so groß? So, so und so. Geben die mir mal alle $100 für drei Produkte, die wahrscheinlich einen Gesamtwert von $3 haben. Oh ja, kaufen Sie das Brot. Bei mir bekommen Sie nur das beste Brot. Hey, Junge. Die Wasserflaschen sind da hinten. Ach, lass sie mich da Ruhe. Ja, Produkte nicht gefunden, 10. Suche ich eine Kunden 17. Ah, ich habe Minus gemacht. Ja, Leute, das war die erste Episode von Supermarket Simulator. An sich ziemlich spannendes Konzept und es gefällt mir eigentlich sehr gut, dass ich mir so einen kleinen Supermarkt aufbauen kann. Nur ich habe halt nicht gedacht, dass ich sowas brauche wie Fridge. Deswegen, ja, im nächsten Part werden wir dann die Fridge kaufen, damit wir dann die Eier, das Wasser und die Milch da reinstellen können, damit sich die Kunden dann nicht mehr beschweren. Ich finde die Eier nicht, die 2 Meter nicht mehr in meinem Karton sind und wahrscheinlich verkümmeln, weil sie nicht gekühlt werden. Ja, Leute, das ist das Ende von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Checkt gerne die Videos in der Endcard ab. Ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!